Einen wunderschönen guten Tag. Perfekt. Schon verkackt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir nehmen noch heute mit durch unser Pull-Training. Raf ist wieder an der Kamera und wir werden jetzt hier ein bisschen was runterziehen und ein bisschen was von unten raufziehen und dabei unsere Rückenmuskulatur stimulieren, sowohl Lats als auch ein Upper Back, als auch alles andere, unser zentrales Nervensystem, weil ich bin derzeit in Woche 9 des Mesozyklus und bin schon komplett am Arsch. Dementsprechend ballern wir die heutige Session auch durch. Die erste Übung, Single Arm Pulldown, Bankunterstützung. Mega, mega cool. Vorkürze Position, Latissimus direkt am Anfang des Trainings stimulieren, damit wir dann schwer rudern können. Mit der Langhantel. Nicht mit den Kurzhanteln, weil das jetzt auch schon wieder ein Trend ist, sondern mit der Langhantel. Stabil. Was fresh? Nice. I don't get it. Quarter turn posing. If you wanna have a posing session, message Sophie D-Man. D-Man. Hey. Ein häufiger Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn es um Rückentraining geht, ist, dass die Leute gar nicht wissen, welche Muskelgruppe sie eigentlich beanspruchen wollen. Der Rücken natürlich sehr, sehr komplex ist. Das heißt, will ich jetzt mit einer Übung eher die vertikalen Fasern vom Latissimus beanspruchen, dann ist es zum Beispiel ratsam, wenn ich eher vor den Körper ziehe, mit einer eher neutralen Handhaltung, also mit einer Außenrotation oder eben im Hinblick auf eine horizontale Abduktion. Will ich jetzt eher die horizontalen Fasern vom Latissimus beanspruchen, wäre es zum Beispiel ratsam, wenn man eher ein bisschen abgespreizter zieht. Oder wenn man jetzt Schulterblattbewegung betont, dass man eher Trapez und Rhomboedrien beansprucht. Das sind alles Dinge, die muss man sich natürlich so ein bisschen vor Augen halten, wenn es jetzt um Rückentraining geht. Weil sonst weiß man überhaupt nicht, wo das jetzt eigentlich hin soll. Also der Stimulus mit der Übung, was ich gerade mache. Ja? Also das unbedingt bedenken. Come on. Macht der Hanni noch sein Backoff-Set und dann gehen wir über zum Barbell Bent Over Row. Weil der Andi wird heute alles daran legen, dass er uns bietet. Und deswegen bitte unten in die Kommentare bewerten, nicht nur über Load, sondern auch über die Execution, der das bessere Ergebnis an diesem heutigen Tag erzielt hat. Für alle Österreicher und Deutschen, bieten ist gleich schlagen. Die Leute sind Anglizismen gewohnt bei mir. Ich habe mich schon im letzten Video dafür entschuldigt. Ja, ja. Yeah. Let's do it. Die Reise geht jetzt zum oberen Cable Tower, weil es der Cable Tower ist, wo man am besten Single Arm Rows machen kann. Jetzt noch ein bisschen mehr Latvolumen akkumulieren, danach noch White Grip Pulldowns für die horizontalen Fasern und die Traps und Rhomboids. Ja, genau, deswegen gehen wir jetzt einfach mal rauf. Wieder Single Arm und dann sind wir eigentlich schon fast mit der Rückenbranche durch. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, müssen die Lifts notiert werden. Ich weiß allerdings beim Bent Over Row nicht so wirklich, was ich notieren soll, weil ab der 7. Rap kann ich es jetzt eigentlich nicht mehr wirklich zählen. Ich schreibe jetzt mal 7 und 12. Alles klar, also 7 mal 170 und 12 mal 150. Jetzt gehen wir über zum Single Arm Row. Ganz entspannt am Warm-up und dann gehen wir über zu der ultimativen Latstimulation. Jetzt Reite-Pulldown-Variation, einfach mit der Oldschool-Pulldown-Stange, also Latzugstange, obviously, weil ich scheiße jetzt ist mir. Jedes Mal, Christian, was los mit dir? Fokus auf horizontale Fasern vom Latissimus, Teres und Upper Back, also Traps, Rhomboids, auch mit Schulterblattbewegung mit drinnen. Genau, das ist jetzt so die letzte eigentliche Rückenübung, dann geht es eigentlich schon über zu Riddles und Bizeps. Oh,
unter der Kabelturm, Mag-Grip, semi-broniert man. Wir gehen jetzt über zur ersten Bizepsübung. Single Arm Dumbbell Preacher Curls mit Betonung der vollverkürzten Position. Allerdings ein bisschen angepasstes Widerstandsprofil. Fühlt sich ganz gut an. Quick Dip für Bizeps Curls. Handgelenksbandage verwenden. Am besten die von Gym oder Gyms. Das Gym. Ja. Das Bandagen. Das Problem ist, jetzt habe ich mit rechts viel gemacht, jetzt muss ich mit links nachziehen. Jetzt kann er auf der linken Seite kann er jetzt das Gewicht reduzieren. Das heißt jetzt nur noch 4-Rapper auf der linken Seite. Bitte reißt du den Bizeps nicht ab. Nein, aber es war ein kontrollierter 4-Rapper, muss man dazu sagen. This ain't no way. Okay, Preacher Curls. Durch. Jetzt gehen wir noch Cable Curls machen. Dann sind wir mit der Session. Ah, dann sind wir doch nicht fertig, weil wir haben noch Laterals. Ah, ja. Für zusätzliches Volumen für die Seite der Schulter. Dann kann ich nie genug Side-Decks haben. Merkt euch das. Biggest Learning aus diesem Video. Yes! Da sind wir jetzt mit den Curls durch. Es gibt eigentlich nur mehr 2-3 Sätze für die seitliche Schulter. Ich würde sagen, dass wir uns an dieser Stelle jetzt von allen ZuhörerInnen verabschieden. Der Raffi, Andi und ich bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bereits im letzten Video erwähnt, fließen hier sehr viele Mühen und sehr viel Blut, Schweiß und Tränen rein. Also bitte subscribe, like, comment, share it on Instagram, share some love, yeah. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, oder was sagst du, Raffi? Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke vielmals und bis bald.